Ja, liebe Freunde, damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Die Sims 4. Steve ist noch am Ratzen und wird wahrscheinlich gleich auf Toilette müssen. Oh, oh, oh. Na, geh mal schnell. Ja, geh doch. Ist das schön. So, da können wir nebenbei, glaube ich, noch SMS schicken, wa? Ach, ich wollte das ja immer anders machen, wa? Wollte ja immer hier. Oder warte mal. Machen wir mal doch hier. So, sie kriegt ein SMS und die kriegt eine Versöhnungs-SMS. keine Freunde mehr? Uncool. Das geht immer recht schnell wieder weg. So, ach, der können wir auch noch eine schicken. Cassandra können wir auch noch eine schicken. Aha. Schön, dass er das auf Klo macht. Also wenn ich Telefon direkt benutze, SMS schicken, dann macht das auf Klo. Okay. Wen haben wir denn hier noch so gehabt? Kuckuck, keine Freunde mehr. Na gut, müssen wir so hinnehmen. Komm, kannst gleich da duschen. Ja, mach mal nachdenklich duschen. Mal fertig ist da mit seinen SMS schreiben. Ist jetzt der Beziehungsstatus wieder ein bisschen besser geworden? Aha. Ich liebe dieses Game. Ich freue mich schon auf die ersten Add-ons, wa? So, ich glaube, Essen wird da, na doch. Ja, den können wir leider erst reparieren, wenn wir wieder zu Hause sind vom Job. Na, wird knapp mit der Arbeit. Unsere Kräuter stehen gut. Eine duftende Kräuterpflanze, die Basilikumblätter hervorbringt. Ein buschiges grünes Kraut, das sowohl im Garten als auch auf dem Teller gut aussieht. So, sind wir jetzt so spät zur Arbeit gekommen? Nee, passt. Wir machen mal Muster bei Spiele umstellen. Verringert die Arbeitsleistung, bietet die Möglichkeit, die Stimmung glücklich zu machen. Okay. Machen wir. Pinnwand. Ach, hier sieht man alles nochmal, was so passiert ist. Müsste ich vielleicht alles mal ein bisschen löschen, wa? Ach du Scheiße. Hier sind ja alle Einträge noch drin, wa? Klick, 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 klick. Alter Schwede. Ich bin immer noch nicht zu Hause, tut mir leid. Mädel? 4 Tage her, ja, das kommt hin. Boah. Er will schon wieder baden gehen. Er klickt jetzt hier alle mal schnell durch, damit die alle weg sind. Alter Schwede. So. Okay, also da können wir nochmal nachlesen, was denn so passiert ist. Falls irgendwie mal so eine Meldung wegspringt. So bis 17 Uhr so mussten wir arbeiten, ne? Hab ich recht im Sinne? Baden, ja. Fisch fangen. Konzentriert zur Arbeit gehen, ja. So, 584 Symbions haben wir gekriegt. Schön, schön. Spaß. Ja, Spaß ist nicht so spaßig. Ich spiele mal ein Sportspiel. Irgendwann müssen wir den Kühlschrank dennoch erstmal reparieren.
Ah, der steckt bloß um zwei Punkte, war, also zwei Pfeile sozusagen. Sollten wir vielleicht mal switchen? Ich kann gerade nicht. Tut mir leid. Ah, siehst du, da sind mehr Pfeile. Das sind drei Pfeile. Das nietet schneller. So, jetzt machst du erstmal den Kühlschrank heil. Was hat er denn da allzu drinne? Sehr unwohl. Warum? Schmutzige Umgebung. Naja. Ist klar, wenn der Kühlschrank ausläuft, sieht so ein bisschen keimig aus. So, schaffen wir erstmal eine Ordnung hier. So, Müll rausbringen, ist wieder alles schick. Und dann geht's schon wieder runter, alter Schwede. Haben wir nicht irgendwie mal frei hier? Sieht's denn aus? Noch zwei Tage arbeiten, also noch einen Tag arbeiten. Yay. So, wieder schon wieder. Aufs Töpfchen. Nach dem Spülen Hände waschen. Ist ja auch sehr interessant. Eigentlich könnten wir die doch mal rinbitten, wa? Dann können wir ein bisschen mit der quatschen und... So, machen wir das Becken mal noch schnell sauber. Alter, wie lange schrubbt denn der an dem Becken? So, Abendessen servieren. Heute gibt's mal nur einen Gartensalat. Ist keine Anspielung auf seine auf ihre Figur. Oh, möchte ich gleich mal betonen. Level 5 der Kochfähigkeit. Steve hat jetzt das Rap für arme Ritter Fish and Chips gelernt. Außerdem hat er die Feinschmecker-Kochfähigkeit freigeschaltet und erhält beim Kochen die Stimmung kompetenter Koch. Ja, nimmt sich den Teller, oder? Inarva. Tag verschönern. Gemeinsam? Nee. Kennenlernen. Wir haben auch noch nicht alles erkannt. Bitten einzuziehen, das ist ein bisschen früh dafür. Ach, hier haben wir ja noch mehr, oh Gott. Noch mehr Auswahl. Wieso ist das jetzt also so schnell verschwunden? Keine Ahnung. Sie oder ab? Ah, nimmt sie. Ich räume das mal auf. Ist auch nett. Ah, ich muss jetzt leider aber dringend schlafen. Weil mir jetzt überhaupt nicht gut. Zusammensitzen. Oh, Stevie. Dir jetzt nicht gut. So, also einen Tag müssen wir noch arbeiten, dann haben wir zwei Tage frei. Wieder Wochenende frei, okay. Ja. Sagen unsere Pflanzen da draußen, die müssten Lorik denn mal, wa? Aha. Okay. 6 Uhr, 7 Uhr, naja. Wird aber aufstehen und auf Arbeit gehen müssen. Also mit der Arbeit, dass die so viel Zeit frisst, das finde ich irgendwie, Da
könnte jetzt langsam mal was kommen, wo die Arbeitszeit entweder verkürzt wird oder wir einen Tag mehr frei haben. Eins von beiden. Das ist dann doch ein bisschen anstrengend. Beziehungsweise, ja, verschwendete Zeit, ne? Aber naja. Können wir nicht ändern. Was ich cool finden würde als Add-on, das fand ich in Sims 2 immer total genial, dieses Open for Business, das fand ich total klasse. Wo man ein eigenes Geschäft aufmachen konnte, also so richtig einen Laden bauen erst und dann da Sachen drinstellen und die dann am Tage verkaufen, so als Arbeitszeit. Das fand ich immer richtig klasse. Das fand ich richtig schade, dass sie das in Sims 3 nicht auch gemacht haben. Aber das war richtig klasse. Das hat richtig Fun gemacht. Naja, bleibt abzuwarten, was hier für Add-ons kommen werden. Bin ich sehr gespannt. Und es gibt, glaube ich, auch noch einen Sims Store, ne, für Sims 4. Da habe ich auch noch nicht gehört, dass da irgendwas in Planung ist, also wo man halt Gegenstände kauft für bares Geld. Da bin ich der Meinung, erstmal nicht. Es sei denn, die Gegenstände sind so awesome, sag ich jetzt mal, dass man da vielleicht doch Geld ausgibt für. Sicher bin ich mir da noch nicht. Also jetzt aus meiner jetzigen Position heraus würde ich sagen, die Gegenstände müssten schon richtig genial aussehen. Oder so ein komplettes Set halt irgendwie, weiß ich nicht. So, das hätten wir erledigt. Was hat er denn? Oh Mann, Spaß macht ihm die Sache aber nicht. Ich hätte vielleicht auch umstellen sollen. Wir müssen uns erstmal um die Garten kümmern. So, machen wir mal schnell einen Vorlauf. Dies bedarf ja nicht unbedingt längere Erklärung, aber dass der Spaß da nicht steigt, das finde ich irgendwie merkwürdig. Und die Frage ist natürlich auch noch, was wir mit dem ganzen Krempel machen. Ach, kann man verkaufen. Für 300... Oh. Naja, warum nicht? Was weg ist, ist weg. Brauchen ja nicht das ganze Inventar so voll. So. Möhren. Naja, weg damit. Und was? 62 Pilze. So. Das hat ja nochmal gut Geld gegeben. So, dann räumen wir noch ein bisschen auf. Dann muss er was essen. Beziehungsweise kann er auch erstmal Spaß haben. Nachrichten schauen, Romanze, Sportkanal, Actionfilm, ja? Wie spät haben wir denn? 20 Uhr. So, dann könnten wir eigentlich hier mal nochmal jemanden einladen. Essen können wir ja immer noch machen. Aber ich glaube, duschen sollte er vorher. Und dann machen wir noch kokett. Achso, dann wird der Bus okay. Nee, doch kokett, alles klar. Alles klar. So, wen wollte ich einladen? Sie wollte ich einladen. Kann natürlich sein, dass sie jetzt ablehnt. Okay, wunderbar. Wunderbar, da ist er auch schon. Kommt's an, die joggt. Oh,
Und dann mach mal, oh, hier müssen wir noch sauber machen. Yeah. So. Ein Gourmet-Menü zubereiten. Knoblauch. Oh. Knoblauchnudeln. Schwarz-weißer Kuchen. Pasta Primavera. Komm. Familiengröße. Ich mag die. Kann der Egeo beim Essen machen auch reden? Würde mich mal interessieren. Ja, kann er. Die neuen Feinschmecker-Kochfähigkeiten von Stevie ermöglichen es ihm, vielfältige Mahlzeiten zuzubereiten. Je höher der Fähigkeitenlevel, desto mehr Rezepte werden freigeschaltet. Alles klar. Also man kann während des Kochens... Das ist ja total genial, wa? Über Kochen reden. Lustig geht... lustig geht natürlich gerade nicht. Warten. Ja, ist gerade nicht so sauber gewesen. Zucchini Mumpf. Da ist ein Typ, du Rishi Frolis. Tanif Barsa. Bemvoi. Sie ist kreativ. Aha, schön. Aber Stevie sollte jetzt auch mal essen. Habe ich so ein leckeres Essen gemacht und sie will nicht. Eine Romanze ansehen. Ah, mit ihr oder was? So, ich glaube, ich gehe mal schnell auf Toilette. Und sehe die Sache da hinten los. So, mal gucken, wa? Wir können mal eine Romanze gucken, wa? So. Dann kann man die jetzt dazu einladen? Bla 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 bla. Nee, kann man nicht. Schade. Können ein bisschen flirten, wa? Dolabe. Yabi, Chorp. So, mal ein paar unverfängliche Diskussionen machen. Wir haben morgen frei, wir können ein bisschen durchziehen, ne? Wir sind Geek, ne? Das passt ja wie die Faust aufs Auge, ne? Naturschwärmen, wie sieht's da so aus? Ja, so verhalten, wa? kann man noch mal kennenlernen machen? Machen wir so. Ich muss los. Danke, dass du Zeit genommen hast. Ja, bitte. Tschüss dann. Schade, dass du schon gehen musst. So, jetzt muss ich erstmal aufgeräumt werden. Sieht hier aus, Alter. Wie im Schweinestall. Eine coole Funktion wäre auch noch, wenn man so Haushalt putzen oder so machen könnte, wenn man hier einfach so in die Mitte drückt, ne? Fand ich bei Sims 3 immer sehr angenehm. So, dann hau dir mal hin, Stevie. Tag ist rum. Schon lange. 2.40 Uhr. So, und während Stevie ins Bett geht, mach ich ein kleines Päuschen. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder, wa? Also von daher, bis denn, euer Sainty LP.